Einen schönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen wieder hier heute zu den täglichen Marktanalysen bei Tickmill. Ja, und wie ihr schon seht, ich bin nicht der Mike Seidel, Martin Görsch ist mein Name. Und ich habe die Ehre, den Mike in seinem verdienten Urlaub diese Woche komplett hier zu vertreten. Also ihr werdet jeden Morgen ja, in dieser Handelswoche hier mit mir zu tun haben um 8:30 Uhr. Und ich hoffe, wir werden jeden Tag irgendwelche spannenden Themen hier zu bearbeiten haben. Im Moment ist ja viel los am Markt. Und von daher finden wir natürlich auch hier insbesondere im Bereich der Forex- und Index-Trades jede Menge Handelsgelegenheiten. Ja, auf die ein oder andere möchte ich heute vielleicht hinweisen. Und von daher werden wir ja auch relativ zügig direkt ins Webinar starten. Also, ja, ihr seht schon im Hintergrund, ja, die Reserve Bank of Australia hat mit einem Zinssprung überrascht. Heute früh um 6 kamen die News raus. Es ist damit gerechnet worden, dass wir eine Anhebung bekommen um 25 Basispunkte, genau wie im letzten Monat, was überhaupt schon sehr, sehr hawkisch ist eigentlich für die RBA. Das ist das erste Mal seit 12 Jahren jetzt, dass überhaupt zweimal hintereinander in zwei aufeinanderfolgenden Zinssitzungen der Zins angehoben worden ist. Aber wir haben sogar einen Zinssatz gesehen, also eine Anhebung um 50 Basispunkte. Ja, das heißt um ein halbes Prozent. Und dementsprechend war natürlich heute früh direkt um 6 eine heftige Bewegung im australischen Dollar. So wie das immer ist, wenn Zinsen angehoben werden, und zwar stark angehoben werden, dann geht die erste Reaktion natürlich mal nach oben. Werden wir jetzt mal schauen, was wir daraus machen können. Werden wir mal schauen, inwieweit zu erwarten ist, dass sich diese Bewegungen fortsetzen oder an welchen Stellen wir vielleicht mal mit einer Umkehr rechnen müssen. Deswegen werden wir uns heute so einige Währungspaare mit dem australischen Dollar drin anschauen und ja, mal schauen, ob wir da die eine oder andere Trading-Gelegenheit finden. Bevor wir das tun, Entschuldigung, bevor wir das tun, müssen wir natürlich einmal darauf hinweisen, ja, dass Trading mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden ist. Das kann zum Totalverlust führen, bei bestimmten Produkten eben sogar darüber hinaus. Deswegen bitte immer nur mit Geld traden, was ihr euch auch leisten könnt zu verlieren. Und ganz wichtig, weil wir ja hier in die Charts schalten und uns das Ganze hier auch auf den Live-Märkten anschauen, das, was ich hier mache, dient rein den Lehr- und Lernzwecken. Ja, ist bitte keine Anlageberatung, keine Kaufen, Verkaufen oder Halten Empfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. Aber abgesehen davon seid ihr natürlich auch bei mir herzlich eingeladen, wenn ihr irgendwelche Märkte habt, die euch gerade besonders interessieren, dass ihr dann gerne diese Märkte in den Chat packen könnt. Ich werde das dann raussuchen und dann werden wir gemeinsam einen Blick auf diese Produkte werfen. Und da ist es mir am Ende relativ egal, was es ist. Das können Währungsmärkte sein, das können Rohstoffe sein, das können Indizes sein, das kann auch gerne mal eine einzelne Aktie sein. Da sind wir also komplett offen. Alles, wofür ich den Chart kriege, können wir hier anschauen und dementsprechend, ja, lade ich euch ein. Morgen Ludger, ja, lade ich euch ein, wenn ihr irgendwas habt, was euch gerade brennend interessiert. Dann gebt mir das gerne in den Chat. Okay, ich würde sagen, wir starten wie immer den Tag hier mit einem kleinen Blick auf den Kalender. Da gucken wir mal kurz, was gestern gelaufen ist. Ja, gestern war natürlich nicht viel. Wir hatten gestern Feiertag. Und wir haben einen Einkaufsmanager-Index hier in China bekommen. Der war ein bisschen besser als erwartet. Aber das ist einfach im Moment kein Market Mover. Ja, solange wie in China noch die Lockdowns herrschen, ist das hier alles nicht so ganz interessant. Das, was jetzt für heute hier besonders wichtig war, und das möchte ich einmal kurz hier hervorheben, das war eben dieser Bereich hier um 6:30 Uhr, ja, Zinsentscheidung und Zinsstatement der Reserve Bank of Australia. Und wir sehen es, ja, wir kommen von einem Zinssatz bei 0,35, der ist also bei der letzten Sitzung schon um 25 Basispunkte angehoben worden, von 0,1 auf 0,35. Jetzt ist damit gerechnet worden, dass wir eine weitere Anhebung kriegen, wieder um 25 Basispunkte, aber wir sehen, ja, die RBA hat überrascht, und zwar auf der Positivseite. Ja, wir haben hier
50 Basispunkte Zinsschritt, einen doppelten Zinsschritt bekommen. Und es wird erwartet, dass die Zinsen auch bis Ende des Jahres noch deutlich weiter ansteigen, so in den Bereich 1,75 bis 2%. Und das ist etwas, was wir im Moment in vielen Ländern sehen. Ja, viele Zentralbanken der Welt versuchen momentan eben über ein Anheben der Zinssätze irgendwo die Wirtschaft ein Stück weit abzuwürgen. Ja, es geht am Ende darum, wir haben eine extrem hohe Preisinflation in fast allen Ländern weltweit. Wir sind hier schon fast überall auf Rekordständen. Wir haben es gesehen, in Europa liegen wir bei 8%, in Amerika liegen wir bei 8%. Also wir haben wirklich hier heftige Preissteigerungen. Und ein Grund für starke Preissteigerungen ist natürlich eine starke Nachfrage. Und jetzt kann man als Zentralbank mit dem Mittel der Zinserhöhungen versuchen, dem Markt etwas Kapital zu entziehen. Ja, dass es eben teurer wird, sich Geld zu leihen, dass es teurer wird, Kredite aufzunehmen und darüber am Ende ja im Prinzip die Nachfrage etwas zu regeln und in dem Falle eben die Nachfrage zu drosseln. Und durch diese gedrosselte Nachfrage sollten dann auch zum Teil die Preise wieder runterkommen. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir haben natürlich noch andere Punkte, die hier extrem stark momentan auf die Inflation einwirken. Das sind natürlich hohe Energiepreise. Wir haben immer noch einen Ölpreis, der liegt so bei $120. Der scheint auch weiter steigen zu wollen. Also ich bin Öl weiter bullisch. Überhaupt die gesamten Energiemärkte, wenn wir uns das anschauen, Benzin, da scheinen die Preise weiter steigen zu wollen, Heizöl ebenso, Natural Gas auch, wird alles auch noch ein bisschen davon abhängen, wie es im Ukraine-Konflikt weitergeht, wie lange sich das noch nach hinten zieht. Wir sehen stark steigende Lebensmittelpreise in allen Regionen und nicht zu vergessen, wir haben relativ stark steigende Löhne. Ja, und dieser ganze Bereich Löhne und Energiepreise ist etwas, wo die Zentralbanken relativ wenig Einfluss drauf haben. Das heißt, die werden versuchen müssen, mit sehr harten, sehr schnellen Zinsanhebungen irgendwo in diesen Bereichen die Wirtschaft so ein bisschen abzuwürgen. Und es geht am Ende darum, insbesondere mit dem Blick auf die USA im Moment, ob es die Zentralbanken schaffen können, die Wirtschaft runterzufahren, ohne die entsprechenden Länder in eine Rezession zu drücken. Ja, und das ist die große Gefahr, die wir im Moment im Markt haben. Und das ist auch etwas, was sich nochmal absolut negativ am Aktienmarkt auswirken würde, wenn wir erleben, dass das ein oder andere größere Industrieland in eine Rezession abrutscht. Allen voran natürlich Amerika als wichtigster Treiber hier in dem Bereich. Dann haben wir heute schon bekommen die Auftragseingänge in der Industrie in Deutschland. Die sind überraschend stark zurückgegangen. Wir hatten beim letzten Mal schon einen sehr heftigen Rückgang von minus 4,2%. Daraufhin ist erwartet worden, dass es sich jetzt ein bisschen bessert. Aber Pustekuchen, ja, nochmal fast 3% nach unten in den Auftragseingängen der Industrie. Das ist alles andere als positiv und entsprechend negativ reagieren heute halt auch die Indizes. Dann bekommen wir um 10.30 Uhr hier noch den Einkaufsmanager-Index für Großbritannien. Das wird also fürs britische Pfund nochmal interessant. Britisch Pfund heute auch wieder kräftig unter Druck. Können wir vielleicht auch gleich nochmal auf den Chart schauen. Handelsbilanzen alles nicht so wichtig. Yellen könnte wichtig werden, kommt immer ein bisschen drauf an, was die sagt. Also vielleicht am Nachmittag ein bisschen Vorsicht walten lassen gegen 16 Uhr. Und sowieso, wenn ihr im kanadischen Dollar unterwegs seid. Ja, da kriegen wir den Einkaufsmanager-Index Kanada. Das ist recht wichtig und von daher sollte man hier vorsichtig sein, wenn man im kanadischen Dollar heute agiert. Ja, ansonsten kriegen wir heute am späten Abend noch die Rohöllagerbestände und vorher den kurzfristigen Energieausblick. Auch das könnte wichtig sein für alle, die eben im Energiebereich unterwegs sind. Also heute am späten Nachmittag und am Abend könnte nochmal Bewegung in die Energiemärkte kommen. Wie gesagt, ich bin für die Energiemärkte weiterhin übergeordnet, eher long ausgerichtet. Das ist das, was ich so an Richtung erwarte. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Okay, und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal direkt auf die Charts. Ich hole hier mal die Währungen rein. Und das Ganze werden wir jetzt hier mal ein bisschen vergrößern in der Ansicht. So. Okay. Jetzt hole ich mir hier noch kurz den Chat rein.
Gut, Chat ist offen und von daher könnt ihr hier gerne loslegen, auch mit Fragen. Okay. Also wir fangen im Prinzip einfach mal oben an in der Liste. Australisch Dollar gegen Kanadisch Dollar. Ich will einmal kurz zeigen, wie meine Charts hier aufgebaut sind, dass ihr mal eine Idee kriegt, wie ich im Forex-Markt hier meine Analysen mache. Ich betreue auch zusammen mit dem Mike Seidel, der normalerweise morgens hier bei euch mit dabei ist, den Börsendienst forextrades.info. Da machen wir ja im Prinzip nichts anderes als Trades in den FX-Märkten oder halt auch mal im Öl oder in irgendwelchen Indizes aufbauen. Das heißt, wir sind immer recht eng am Markt hier und schauen immer, was sich gerade momentan entwickelt. Und ich will einfach nach und nach mal hier die einzelnen Felder durchgehen, damit ihr auch für die nächsten Tage wisst, wie das Ganze hier aufgebaut ist bei mir. Also, das große Bild habe ich immer hier ganz oben rechts. Das vergrößere ich jetzt einfach mal. Ja, und da haben wir im Prinzip den Monatschart des entsprechenden Produkts, was wir uns hier anschauen. Und da seht ihr jetzt schon was, was für den Forex-Markt sehr typisch ist, nämlich diese großen Seitwärts-Swings, diese großen Seitwärtsbewegungen, in denen die Märkte sich typischerweise bewegen im Bereich der Forex-Märkte. Ja, wir haben jetzt hier Australisch Dollar gegen Kanadisch Dollar und wir sehen, na, über die letzten 25, 26 Jahre bewegt sich dieser Wechselkurs irgendwo hier zwischen 0,80 und 1,08. Ja, wir überschießen mal ein bisschen nach oben, wir überschießen mal ein bisschen nach unten, aber im Großen und Ganzen bewegen wir uns innerhalb dieser Spanne. Und das macht es natürlich als erstes mal interessant, wenn wir in so Situationen wie hier, ja, in diese Extrembereiche reinlaufen oder auch in so Situationen wie hier in die Extrembereiche reinlaufen, dann haben wir natürlich eine gute Chance, dass sich über die nächsten Monate das Ganze wieder in Richtung Mitte der Range bewegt. Ja, und das ist so ungefähr das, wo wir uns im Moment aufhalten. Na, das ist hier so ungefähr die Mitte der Range. Und ihr könnt euch das immer so ein bisschen vorstellen wie so ein Gummiband. Und wenn wir natürlich irgendwo in der Mitte sind, dann haben wir wenig Spannung auf dem Gummiband und dann ist es etwas schwieriger, hier die Richtung zu erkennen, in die es in den nächsten Monaten oder in den nächsten Wochen hier laufen könnte. Und das ist im Moment hier so die Situation im Australisch-Dollar, US-Dollar. Wir sind also wieder so ziemlich in der Mitte der Range, in so einem alten Widerstandsunterstützungsbereich hier. Das ist also für langfristige Trades im Moment gerade nicht so interessant. Das nächste, worauf wir immer schauen, ist der Wochenchart. Der Wochenchart ist im Prinzip so unser großer Taktgeber. Die Trends, die auf dem Wochenchart aktuell sind, das sind die, die uns am ehesten interessieren. Das sind auch normalerweise die, in deren Richtung wir versuchen, trendfolgende Trades aufzubauen. Ja, dabei haben wir immer zwei verschiedene Ansätze. Wir haben einmal längerfristige Trades und einmal etwas spekulativere Trades. Und diese spekulativeren Trades, die können natürlich auch gerne mal gegen die Trendrichtung laufen. Aber alles, was so als größere langfristige Trades läuft, geht im Prinzip in Richtung des übergeordneten Trends. Und der übergeordnete Trend ist eben immer der auf Wochenbasis. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Wochenbewegung anschauen, im Australisch-Dollar, Kanadisch-Dollar, dann sehen wir, dass wir sehr lange hier einen sehr schönen, intakten Abwärtstrend hatten, dem man sehr, sehr gut folgen konnte. Und dann sind wir hier in so eine fiese A-B-C-Korrektur reingelaufen. Die zeichne ich gerade mal schnell ein. Dann sieht man das nochmal ein bisschen besser. Da haben wir hier so eine A-B-C-Korrektur auf Wochenbasis. Und da sah das Ganze im Prinzip so aus, als wenn sich die Kurse wieder so Richtung 1-0 bewegen wollen, sind dann aber relativ schnell abgewiesen worden. Wir haben hier so eine kleine Umkehrkerze auf dem Wochenchart bekommen. Diese hier, ja, das ist eine richtig schöne Umkehrkerze, eine ganz langer Docht nach oben und quasi kein Kerzenkörper. Und mit diesem Ausbruch, der dann hier nach unten, also unter die Wochenkerze gelaufen ist, war im Prinzip die Shortseite wieder zu spielen. Und da haben wir hier relativ simpel die Zielbereiche, die wir hier finden können. Das ist nämlich der Bereich des letzten Tiefs. Und da sind wir jetzt auch rangelaufen. So, jetzt sind wir aber in der Situation, wir haben, wie zu erwarten ist, in so einem wichtigen Unterstützungslevel eine deutliche Reaktion gesehen, haben zwei korrektive Aufwärtswochen gesehen und haben hier quasi diese blaue Linie
den 10er gleitenden Durchschnitt auf Wochenbasis getestet und sind da jetzt hängen geblieben. Und das ist etwas, was eben wieder eher negativ zu bewerten ist. Ja, ich schaue bei mir immer noch auf meinen eigenen Indikator, das ist der Görsch-Trend-Indikator, und da sehe ich eben, da sind wir im Prinzip hier seit Anfang April auf der Negativseite unterwegs. Und es hat hier auch überhaupt nicht gereicht, dass wir weit genug zurückkommen, um auf Wochenbasis hier in einen positiven Görsch-Trend zu kommen. Das ist also insgesamt alles weiter eher bearish, was wir hier sehen über die Zeit. Und jetzt im Moment könnte das Ganze interessant werden, eben für den Tageschart. Den haben wir hier. Den Tageschart habe ich immer in zwei Varianten hier offen. Einmal über diesen Ichimoku-Chart. Ichimoku Kinkohio ist ein ganz, ganz interessanter Indikator, insbesondere auch für die Währungsmärkte. Und da erkennt man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, relativ schnell die übergeordnete Trendrichtung. Ja, erkennt auch Unterstützungs- und Widerstandslevel sehr, sehr gut und bekommt hier auch so kleinere Handelssignale, wenn sich so kleine Linien hier kreuzen oder der Kurs entsprechend diese Linien kreuzt, wie auch immer. Und jetzt haben wir hier heute eine Bewegung gesehen. Die hole ich hier noch mal kurz rein. Haben wir hier heute eine Bewegung gesehen mit der Veröffentlichung des Zinsschrittes, dass der australische Dollar hier im ersten Moment sehr dynamisch nach oben gelaufen ist, nur um dann wieder quasi direkt hier abverkauft zu werden. Und jetzt wird es eine ganz spannende Geschichte. Ich habe hier prinzipiell erstmal ein Short Setup. Ja, und zwar dieses Short Setup dadurch, dass der Görsch-Trend hier negativ ist und wir hier sehen im Slow Stochastic Indikator, das sind die beiden Indikatoren, mit denen ich hier arbeite, dass wir hier sehen, wir sind weiter im Abwärtstrend. Ja, Görsch-Trend ist negativ, aber die Korrektur, also die Preiskorrektur, die wir hier gesehen haben, ist so weit gelaufen, dass er uns quasi in den überkauften Bereich hier über die 80 transportiert hat. Und dann haben wir vor 3 Handelstagen hier die negative Kreuzung des Stochastikindikators gesehen. Und das ist für mich immer ein potenzielles Short Setup. Ja? Nämlich, dass ich sehe, der Trend ist weiter intakt abwärts. Und ich sehe, dass eine Korrektur, die gelaufen ist, mit einer guten Wahrscheinlichkeit beendet sein könnte. Wenn wir hier einfach mal in die jüngere Historie schauen und mal gucken, wo wir solche Trades bekommen haben, da haben wir hier nur eine einzige Stelle, und zwar hier. Da haben wir einen positiven Görsch-Trend, der über mehrere Wochen im Vorfeld schon positiv gelaufen ist und auch in dieser großen Korrektur hier nicht negativ geworden ist. Wir haben hier immer noch eine kleine grüne Kerze. Und dann haben wir in diesem Moment hier diese positive Kreuzung. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal schnell auf dem Chart anschauen und gucken mal, in welchem Bereich wir hier einen Einstieg gekriegt haben, dann war das innerhalb dieser Tageskerze. Ja, und die nächste nachfolgende Bewegung war nochmal klar höher und auf ein neues Hoch. Und dementsprechend würde ich hier auch erstmal erwarten, das, was auf der Negativseite hier gelaufen ist, wir sind unter diese Trendlinie gefallen. Ja, wir hatten hier wie so einen kleinen Aufwärtstrend. Wir sind unter die Trendlinie gefallen und zwar in dem Moment, wo der Stochastik hier negativ gekreuzt hat. Also ist im Prinzip dieses Level hier ein mögliches Short-Einstiegslevel. Und jetzt haben wir heute gesehen, ja, diese schnelle Aufwärtsbewegung mit dieser überraschenden, etwas stärker ausgefallenen als erwarteten Zinserhöhung. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier im Intraday-Chart weiter bewegt. Das ist jetzt hier der 4-Stunden-Chart. Ja, und da sehen wir, im Moment versucht der Markt sich noch auf diesem Unterstützungslevel hier in diesem Bereich, auf diesem Unterstützungslevel hier zu stabilisieren. Sollten wir jetzt einen Kurs sehen, der wieder über dieses Zwischenhoch hier drüber geht, dann haben wir eine gute Chance, hier weiter steigende Kurse Richtung 91,40, vielleicht auch nochmal Richtung 92,40 zu sehen. Sollte das aber nicht passieren, sollte diese komplette Bewegung, die wir hier gesehen haben, nach der Veröffentlichung des Zinsschrittes, sollte diese komplette Bewegung zurückgeholt werden und wir sehen hier unten den Ausbruch unter die 90,20, dann glaube ich,
laufen wir nochmal unten an diesen Unterstützungsbereich, ja, um 89,20 ungefähr an. Ja, das wäre also etwas, was man dann hier sicherlich auf der Short-Seite auch traden könnte. Einfach nur, weil diese ganze initiale Bewegung aufgrund dieser Zinserhöhung relativ zügig wieder abverkauft worden ist und wir ein neues Tief sehen. Und dann haben wir auf der einen Seite den Vorteil aus dem Tageschart. Ja, das sehen wir hier. Den Vorteil aus dem Tageschart, dass wir aus diesem Trendkanal nach unten ausgebrochen sind und auch die Indikatorenkombination hier negativ ist. Wir haben den Vorteil aus dem Wochenchart, wo Görstrend hier auch noch ganz klar negativ ist und wir unterm 10er gleitenden Durchschnitt notieren. Und dann haben wir den Vorteil auf der kurzfristigen Ebene 4 Stunden, dass wir diese ganze Zinsbewegung komplett zurückholen und ein neues Tief aufbauen und dann kriegen wir hier quasi eine neue Information. Das wäre also für mich hier ein Bereich, bei dem es durchaus interessant wäre, hier die Short-Seite im Australisch-Dollar, Kanadisch-Dollar zu spielen. Okay, Daniela, DAX gucken wir auf jeden Fall nachher noch an. Da haben wir Zeit für. Gut, und jetzt können wir im Prinzip diese ganzen Märkte, die wir hier haben, einmal durchschauen. Am interessantesten finde ich im Moment hier den Australisch-Dollar, New Zealand-Dollar. Ja, weil hier haben wir auch so eine Bewegung gesehen. Wir sehen es im 4-Stunden-Chart. Wir haben hier eine sehr deutliche Bewegung gesehen Richtung dieser überraschenden Zinserhöhung nach oben. Ja, typischerweise erstmal australischer Dollar stark. Und danach haben wir gesehen, dass dieses Unterstützungslevel hier quasi nochmal getestet wird. Ja, dieses Unterstützungslevel hier vom alten Hoch, dieses Ausbruchslevel, haben wir in diesem kleinen Retracement hier getestet. Das ist so ungefähr ja, 1,1117, 1,1118, also knapp unter 1,1120. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir das schaffen, nochmal über dieses Tageshoch zu gehen, dann haben wir eventuell ganz gute Karten, dass sich die Aufwärtsbewegung hier weiter fortsetzt. Und warum haben wir jetzt hier so einen starken Unterschied? Naja, schaut mal hier auf die Performance bisher. Wir sehen, ja, Australisch-Dollar, Neuseeland-Dollar plus 1% auf Wochenbasis, plus 6% auf 6-Monats-Basis. Schauen wir uns Australisch-Dollar, Kanadisch-Dollar an, na, dann sehen wir, wir sind hier in allen Zeitebenen negativ. Also eine deutliche Schwäche vom australischen Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar im Gegensatz zum Australisch-Dollar gegenüber Neuseeland-Dollar. Da haben wir hier eine deutliche Stärke und wir sehen hier in allen Zeitebenen klar steigende Kurse. Und deswegen, na, haben wir hier diese übergeordnete Bewegung. Ich gehe hier mal gerade auf den Monatschart, dass wir hier auch noch mal im großen Bild anfangen. Da haben wir vor 2 Monaten schon gesehen, dass wir aus dieser fallenden Trendlinie hier nach oben ausbrechen. Das ist ein ganz klar bullisches Zeichen. Ja, dass wir es schaffen, über diese Trendlinie auszubrechen. Das nächste klar bullische Zeichen war im Prinzip der Ausbruch über dieses Zwischenhoch. Ja, denn jetzt sind wir im übergeordneten Bild, na, hier auch wieder ganz klar, das ist die erste Aufwärtsbewegung. Dann haben wir hier eine kleine dreiwellige Gegenbewegung gesehen. Wenn wir uns die jetzt nochmal im großen Bild anschauen, dann ist das einfach diese Korrektur hier. Und jetzt sehen wir hier den Ausbruch nach oben mit erstmals neuen Hochs. Und jetzt haben wir auf Monatsbasis wohlgemerkt eine erste neue Aufwärtssequenz. Ja? Und jetzt schaut euch an, wie sich das Ding hier über die letzten 20 Jahre bewegt hat. Na? Im Prinzip grob in diesem Bereich. Na? Zwischen 1,04 und hier oben so 1,32. Und jetzt kommen wir aus dem unteren Bereich. Wir kommen aus diesem unteren Support-Bereich, brechen jetzt über das letzte Hoch hier aus und haben, wie ich finde, ganz gute Karten, dass sich das Ganze hier erstmal weiter fortsetzt, so Richtung 1,14, nämlich diese alten Hochs hier oben, dass wir so in diese Richtung jetzt erstmal laufen und, ne, und dann im Prinzip hier unten, ne, so eine kurzfristigere Range ausbilden könnten, in der wir dann einfach mal ein bisschen hin und her laufen. Aber im Prinzip wäre jetzt dieses Anlaufen hier vom 1,14er Bereich, das wäre so eine nächste mögliche Zielmarke fürs übergeordnete Bild im Australisch-Dollar, New Zealand-Dollar. Und hier sehen wir auch, ja, wenn ich mir die ganzen einzelnen Charts hier so anschaue, einfach mal über die letzten 3 Monate, dann habe ich hier die ganzen großen Währungspaare gegen den US-Dollar, also die ganzen großen Währungen gegen den US-Dollar.
Japanisch Yen, Britisch Pfund, Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken, norwegische Krone, australischen Dollar, Euro, schwedische Krone, kanadischen Dollar und mexikanischen Peso gegen den US-Dollar. Und jetzt packe ich mir hier immer rein als schwarze Linie das Währungspaar, was ich mir jetzt gerade aktuell anschaue. Und dann können wir schon alleine anhand dieser Rangfolge, die wir hier drin haben, erkennen, welche Währungspaare besonders stark sind oder welche Einzelwährungen und welche besonders schwach sind. Ja, und jetzt sehen wir, der japanische Yen ist sehr schwach, das ist die schwächste Währung im Moment, gefolgt vom Neuseeland-Dollar, British Pound und Swiss Franc, alle ungefähr gleich abgegeben gegen den Dollar in den letzten 3 Monaten. Ja, und jetzt sehen wir, der australische Dollar, der hält sich hier etwas höher. Und wir schauen uns ja jetzt an, das Währungspaar Australisch-Dollar gegen Neuseeländisch-Dollar. Ja, und der findet sich hier oben wieder, also relativ stark. Okay? Und dementsprechend halte ich das für nicht dumm, hier weiterhin nach Long-Setups zu suchen. Schauen wir uns den Wochenchart an. Dann sehen wir auf dem Wochenchart Görstrend klar positiv. Und zwar seit diesem Ausbruch hier über 1,08 ist unser Görstrend klar positiv. Der RSI ist in der Powerzone hier, also wirklich stark gerade, dieses Währungspaar. Und wir sehen, wir laufen dieses alte Hoch hier an um 1,1175. Ja, und da müssen wir natürlich davon ausgehen, weil dieses Hoch hier aus dem Wochenchart kommt, dass wir hier vielleicht so ein bisschen Widerstand kriegen, na, vielleicht nochmal etwas retracen in dem Bereich. Und dann, wenn wir dann nach oben rausgehen, dann kommt hier dieses nächste Hoch ins Spiel. Ja, und das liegt bei 1,1290. 1,1290 wäre das nächste kurzfristige Ziel hier im Wochenchart für Australisch-Dollar, Neuseeland-Dollar. Im Tageschart sieht das ganze Bild so aus. Und hier sehen wir sehr, sehr schön diese laufende Aufwärtssequenz hier. Die können wir hier ganz schön einzeichnen. Das ist im Prinzip die übergeordnete Aufwärtssequenz im Australisch-Dollar, Neuseeland-Dollar. Und da haben wir heute mit dem Ausbruch über dieses letzte Zwischenhoch hier ein neues Hoch generiert, also im Prinzip diesen Trend fortgesetzt und sehen auch hier unten im Bereich des Görsch-Trends, dass hier richtig Druck gerade reinkommt, richtig Momentum reinkommt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt in der Stochastik hier schon leicht überkauft sind. Von daher durchaus möglich, dass wir nochmal eine Korrektur sehen. Aber die erste Korrektur haben wir ja schon gesehen. Das haben wir uns ja gerade hier auf dem 4-Stunden-Chart angeschaut. Das war die Korrektur in den Bereich dieses Ausbruchslevels. Ja, und dementsprechend, wenn wir hier nach oben rausgehen über 1,1162, dann sehe ich das Ganze recht positiv. Und dann könnte man Richtung 1,19, ja, vom Wochenchart dann diesen Trade hier aufbauen. Okay. So, für den Bereich Aussie-Dollar, New Zealand-Dollar macht es natürlich Sinn, sich auch den Neuseeland-Dollar mal einzeln gegen den US-Dollar anzuschauen. Ja, und da sehen wir hier, ich hole mir das Gesamtbild rein, sehen wir auf Monatsbasis, dass wir einen intakten übergeordneten Abwärtstrend haben, immer noch, weil wir schlicht und ergreifend nicht über dieses letzte Hoch hier drüber gelaufen sind. Ja, und dementsprechend ist die Sequenz, die wir hier momentan im Markt haben, relativ stark abwärts gerichtet. Ja, relativ stark abwärts gerichtet. Das ist im Moment die aktuelle Sequenz. Wir haben hier zwar einen sehr weiten Rücksetzer gesehen, der fast die gesamte initiale Bewegung zurückgeholt hat, aber wir sind dann auch relativ zügig wieder in den intakten Abwärtstrend übergegangen. Also auf Monatsbasis ist das Ding hier noch abwärts gerichtet. Auf Wochenbasis sehen wir im Prinzip einen sehr, sehr schönen Trend. Auf Wochenbasis haben wir hier die laufende Sequenz. So, da haben wir hier eine kleine ABC-Korrektur drin und dann setzt sich das Ganze hier schlicht und ergreifend weiter fort. Und diese letzte Korrektur, die wir hier gesehen haben, die ist in einen ganz wichtigen Widerstandsbereich gelaufen, nämlich hier in dieses Level. In dieses Level, was aus den Tiefs kommt, was aus diesem Tief kommt. Und wir sind mehr oder weniger an dieses Niveau rangelaufen, haben den 10er gleitenden Durchschnitt getestet, aber nicht überwunden.
Und wir sehen hier im unteren Bereich Görstrend auf Wochenbasis immer noch negativ. Das heißt, der Vorteil liegt im Moment hier ziemlich klar auf der Abwärtsseite. Und das sehen wir auch, wenn wir hier auf die Gesamtentwicklung gucken. Über ein Jahr hat das Währungspaar 10% verloren. Year to date 5,6, in den letzten 6 Monaten 4,9, über den letzten 3 Monaten 5,6. Da sehen wir dann auch nochmal, wo das Momentum jetzt hierher gekommen ist. Es kam über die letzten 3 Monate. Und die aktuelle Woche sind wir eben auch wieder negativ. So, schauen wir hier nochmal auf den Tageschart. Ja, dann sehen wir hier nochmal Folgendes. Wir sind in diesen Widerstandsbereich hier reingelaufen. Na, und sehen, dass der Kurs einmal, zweimal da hängen geblieben ist. Jetzt haben wir hier in der kurzen Zeitebene einen Doppeltop. Ja, ein bisschen längerfristig sogar hier so ein Triple Top. Und das, was uns jetzt immer interessiert, sind Breaks unter solche Trendlinien. Ja, das ist eine wichtige Trendlinie hier. Im Prinzip können wir uns das Ganze als Kanal hier auch anschauen. Ja, da haben wir im Prinzip so einen Trendkanal. Diesen Trendkanal, den haben wir gestern schon versucht zu verlassen. Heute in der Nachtsession haben wir den verlassen, sind hier also unten drunter gerutscht. Und jetzt hat sich hier diese erste Abwärtsbewegung insofern etabliert, dass wir im Tageschart diesen übergeordneten Aufwärtstrend hier, das ist der übergeordnete Aufwärtstrend, den haben wir jetzt hier erstmals gebrochen. Wir sind unter dieses letzte Tief gegangen. Ja, jetzt müssen wir mal noch schauen, wie der Tag heute schließt. Aber prinzipiell ist das gesamte Setup hier ähnlich, wie wir es uns gerade angeguckt haben beim Aussie New Zealand Dollar, beim Aussie Cut. Ja, ist das Setup im Prinzip ähnlich. Wir haben einen Görstrend, der hier immer noch klar negativ ist, obwohl wir eine relativ große Aufwärtskorrektur gesehen haben, sind wir immer noch im negativen Görstrendbereich. Also Vorteil auf der Short-Seite. Und hier sehen wir eben, dass wir in der Stochastik, ne, angezeigt bekommen haben, der Kurs war überkauft und hat dann jetzt hier nach unten weggedreht, hat negativ gekreuzt. Und jetzt haben wir halt diese Kombination. Wir sehen den Vorteil im New Zealand Dollar gegen den US Dollar auf der Short-Seite, also ein relativ schwacher New Zealand Dollar. Und wir sehen den Vorteil vom Aussie Dollar gegen den New Zealand Dollar auf der Long-Seite. Also Aussie deutlich stärker als New Zealand und dadurch ergibt sich hier eine ganz gute Long-Situation für Australisch Dollar, Neuseeland Dollar. Okay, Australisch Dollar, Japanisch Yen können wir auch nochmal drauf schauen, ist dabei hier zu versuchen, über dieses letzte wichtige Zwischenhoch auszubrechen. Wir sehen, wie stark der australische Dollar gegen den japanischen Yen ist. Das hängt aber eher im Moment mit einer ganz klaren Schwäche vom Yen zusammen. Das sieht man besonders deutlich, wenn man mal auf US-Dollar, japanisch Yen schaut. Ja, hier sehen wir das, wie brutal stark der Dollar gegen den Yen ist. Also wir haben insgesamt eine extreme Yen-Schwäche. Das heißt, trendfolgend ist im Prinzip jeder Markt gegen den Yen long zu handeln. Sogar New Zealand Dollar ist heute gegen den Yen auf der Long-Seite unterwegs. Ja. Aber wenn wir uns das anschauen hier, japanisch Yen gegen US-Dollar, der US-Dollar an sich ist relativ stark momentan. Von daher wäre das hier mein Markt der Wahl, wenn ich hier eine Long-Position gegen den Yen aufbauen wollen würde, dann hätte man hier jetzt im US-Dollar, japanischen Yen schon dabei sein müssen. Wenn wir uns das hier nochmal kurz anschauen, die Indikatorenkombination, ja, das ist genau das, was wir sehen wollen. Einen positiven Görstrend, der über diese gesamte Korrektur, die ja relativ kräftig ausgefallen ist, der über diese gesamte Korrektur positiv bleibt und wir dann hier sehen, dass wir in den überverkauften Bereich kommen. Die Stochastik zeigt uns das an. Sehen die positive Kreuzung in der Stochastik und dann haben wir ungefähr in diesem Bereich unser Einstiegslevel für eine Long-Position US-Dollar-Japanisch-Yen. Okay, also und da kann man sich es relativ leicht machen. Na, wir nehmen als Zielbereich, immer als ersten Zielbereich einfach dann gerne diesen alten Widerstandsbereich hier, na, die alten Hochs, das ist der erste Zielbereich und wenn man dann noch einen zweiten sucht, kann man sich es auch recht einfach machen, dann schaut man sich an,
wie weit die letzte Korrektur gelaufen ist. Das ist diese hier. Projiziert das Level oben drauf und dann kommen wir hier auf den Bereich 136 quasi als Kursziel. Ja. Also das zum US-Dollar-Japanisch-Yen. So, schauen wir mal kurz in den DAX. So, den haben wir hier. Da fällt als erstes schon mal auf, dass der eine relative Stärke im Moment hat gegenüber den US-Indizes. Ich hole jetzt einfach mal den S&P 500 hier mit rein. Ja, und hier sehen wir das über die ganzen letzten Tage. Der S&P 500 ist eher abwärts gerichtet, ist dabei hier neue Tiefs auszubilden, während der DAX sich hier immer noch extrem gut auf der Oberseite halten kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte mich ein bisschen überrascht. Ich hätte eigentlich gedacht, spätestens als wir die Mitteilung bekommen haben, dass das Ölembargo kommt gegen Russland, spätestens da hätte ich damit gerechnet, dass die europäischen Aktien ein bisschen stärker nachgeben. Das ist nicht passiert. Und dementsprechend ja, müssen wir jetzt einfach mal hier schauen, was wir aus dem DAX hier ablesen können. Ich nehme den nochmal raus. So, schauen wir uns das Ganze einmal übergeordnet an. Ich gehe mal in den Wochenchart und dann sehen wir hier im Wochenchart, na, das war der letzte Corona-Crash, dann haben wir diese deutliche Aufwärtsbewegung, das deutliche Aufwärtsmomentum gesehen und dann sind wir na, so nach und nach hier durch alle steigenden Trendlinien im Prinzip nach unten weggegangen, haben dann auch eine recht deutliche Korrektur gesehen, die mir im Prinzip gut gefallen hat, weil wir ja, hier so ein sehr starkes Unterstützungslevel haben. Das kommt von hier drüben. War hier ein sehr stark umkämpfter Bereich. Und wir sind in dieses Unterstützungslevel reingelaufen und haben dann hier die Aufwärtsbewegung gesehen. Und haben dann in diesem Bereich hier so einen kleinen Countertrend aufgebaut auf Wochenbasis. Und die Ausbrüche aus diesen Countertrends, das ist im Prinzip sowas, naja, wie eine Bullflag. Also ich sag mal, wenn wir es uns jetzt in einer noch größeren Zeitebene anschauen würden, ich gehe jetzt mal auf den Monatschart, na, da sieht man es schon nicht mehr. Aber wenn wir jetzt hier so einen 2-Wochen-Chart hätten, dann ist das Ganze recht schön noch als Bullflag zu erkennen. Das Retracement-Level an sich, das war okay. Das ist hier ein bisschen mehr als 50% Retracement von dieser ursprünglichen Startbewegung hier. Und der Ausbruch nach oben, ich sag mal spätestens hier über 14.300 Punkte, das war so eine Möglichkeit, hier nochmal Trades auf der Oberseite mitzunehmen Richtung 14.600 Punkte, ne, dieses Widerstandslevel hier oben. Und das ist auch das Level, was jetzt im Moment interessant ist. Ich zeichne das mal kurz hier ein. Ja, dieses Level hier um 14.600 Punkte, ja, das ist ein Widerstandslevel, das können wir hier noch ein bisschen runterziehen. Na, das hier ist das Widerstandslevel, wir haben hier ein markantes Hoch, wir haben da ein markantes Hoch, wir haben hier ein markantes Hoch, die liegen alle so knapp unter 14.600. Na, und jetzt sind wir hier bis in diesen Bereich reingelaufen und jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie das Ganze sich weiter verhält. Von der Indikatorenseite her sieht es so aus. Wir haben einen klar positiven Gerschtrend hier auf Tagesbasis, aber wir haben einen negativen Gerschtrend auf Wochenbasis. Das ist schon mal etwas, was mir nicht so gut gefällt. Ja, ich habe am liebsten Trades, wenn Gerschtrend auf Woche und auf Tag in die gleiche Richtung zeigen. Na, weil dann habe ich im Prinzip alle Trendvorteile so ein bisschen auf meiner Seite. Ja, aber also, ja, schauen wir uns das an hier auf Tagesbasis, dann sehen wir sind im Gerschtrend positiv, sind aber auch an einem überkauften Niveau. Und immer wenn wir in diese überkauften Niveaus laufen, dann kann man nicht mehr unbedingt damit rechnen, dass sich diese Trends noch sehr stark und sehr weit fortsetzen. Ja, wir sehen das hier in dem Bereich, wir sind hier in dieses überkaufte Niveau gekommen Ende März. Na, und dann sehen wir auch eine ähnliche Bewegung wie jetzt. Ja, der Markt läuft hier über viele Tage in einer recht engen Spanne seitwärts, macht dann nochmal einen kurzen Break nach oben und dann kommt die größere Korrektur zur Abwärtsrichtung. Würde mich nicht unbedingt wundern, wenn das Ganze jetzt hier nochmal ähnlich läuft. Ich schaue mal kurz, ob wir das hier kriegen. Ghost Feed,
Das wäre im Prinzip dieser Bereich hier. Nee, das war nicht das, was ich wollte. Das hier wollen wir haben. So, ein Balkenmuster. Und da gehen wir mal von hier bis hier. Und das Ganze, das setzen wir hier jetzt mal drauf. Ja, und dann würden wir zu einem ähnlichen Bild kommen wie dem, was wir hier drüben gesehen haben. Na, die Ausgangslage ist ganz ähnlich. Wir haben hier oben ein Widerstandslevel. Wir sind an dieses Widerstandslevel rangelaufen. Wir sind im Görsch-Trend leicht positiv, sind aber von der Stochastik hier klar überkauft. Ja, und dann bewegt sich das Ganze ein paar Tage seitwärts. Und wenn wir jetzt eine ähnliche Bewegung wiedersehen, dann haben wir hier wieder etwas, was sich ein paar Tage seitwärts bewegt. Dann sehen wir vielleicht nochmal einen Spike nach oben raus. Dann werden kurz diese letzten Hochs hier rausgeholt. Das wäre gar nicht so ungewöhnlich, ne, dass nochmal schnell das letzte Hoch überschritten wird. Und dann kommen wir in den Bereich dieser Korrektur rein. Würde auch alles gut passen. Auch dieser Rücksetzer hier wäre im Prinzip nochmal in das Widerstandslevel. Na, und dann im Prinzip einfach eine Abwärtstrendbewegung und dann würden wir dieses Unterstützungslevel hier nochmal testen. Ja, also das würde mich nicht wundern, wenn wir in diesem Bereich hier um 13.300 Punkte nochmal reinlaufen und das Ganze vielleicht sich so abspielt, wie wir es jetzt hier auf dem Chart haben. Ja, das ist im Prinzip eine Spiegelung von dem Marktverhalten hier. Und das ist ganz häufig, dass wir in ähnlichen Ausgangssituationen auch wieder ein ähnliches Verhalten vom Markt bekommen. Ja, und die Situationen hier, die sind sehr, sehr ähnlich. Wir kommen aus einer neuen Aufwärtsbewegung, laufen in die Seitwärtsbewegung zu einem Zeitpunkt, wo wir dann hier überkauft sind, positiver Görsch-Trend schon. Und das ist genau das Gleiche, wie wir hier auch haben. Wir kommen aus einer Aufwärtsbewegung in eine Seitwärtsbewegung, haben einen positiven Görsch-Trend und sind in der Stochastik überkauft. Ja, die Situation ist mehr oder weniger identisch. Und häufig verhalten sich Marktteilnehmer in ähnlichen Situationen auch gleich. So. Und deswegen müssen wir hier natürlich drüber nachdenken, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass es das jetzt war mit der Korrektur und wir erstmal wieder den Abwärtsweg einschlagen. Ja, das Ganze kann man natürlich jetzt so machen, dass man auch sagt, man möchte hier irgendwo so ein Timing drin haben, dass wir sagen, ja, das ist für uns erst interessant, wenn wir hier so eine Trendlinie verletzen oder vielleicht erst interessant, wenn wir hier tatsächlich dann auch in eine fallende Sequenz übergehen. Das ist dann in dieser Bereich hier, dass wir hier unter dem Tief tatsächlich in eine fallende Sequenz übergehen. Na, und erst dann sollte man auch anfangen, wirklich die Short-Seite zu spielen. Im Moment haben wir den Vorteil kurzfristig hier noch auf der Long-Seite. Und es ist am Ende auch gar nicht so schlecht, wenn wir an solchen Widerstandsleveln, na, jetzt hier so ein bisschen Konsolidierung kriegen. Dann aus der Konsolidierung, ja, nach oben ausbrechen, das Ausbruchslevel nochmal testen und uns dann nach oben weiterentwickeln. Also, das wird der entscheidende Punkt sein. Wenn wir hier nach oben rauskommen, wird es entscheidend sein, ob wir so wie hier jetzt einen Test des Ausbruchslevels sehen und der Trend sich weiter fortsetzen kann oder ob wir eine Bewegung bekommen hier raus, unten runterrutschen, eine Korrektur sehen und dann in den Abwärtstrend gehen. Ja, das werden die entscheidenden Tage hier für den DAX sein. Jetzt im Moment finde ich das sehr, sehr schwierig, hier irgendwas zu machen, weil wir sind auf der Oberseite klar begrenzt. Wir sind auf der Unterseite hier relativ stark unterstützt durch diese alten Hochs. Das kann ich hier nochmal als Support-Level einzeichnen. Ja, das ist im Prinzip das Support-Level hier im DAX momentan. Und wenn wir da jetzt in die kleineren Zeitebenen gehen, dann sieht man das nochmal sehr schön hier im 4-Stunden-Chart, ne, wie sich das Ganze im Moment entwickelt. Und das, was wir jetzt als allererstes mal sehen müssten, wäre eine Fortsetzung über das Tageshoch hier. Das ist, glaube ich, das Tageshoch von gestern. Genau. Ja, so um 1700 Punkte. Wenn das nicht kommt, na, und wir sehen jetzt hier vielleicht recht zügig schon einen Ausbruch erstmal unter diese Trendlinie hier. Na, das ist diese etwas
kurzfristigere hier vom 4-Stunden-Chart. Na, wenn wir da jetzt einen Ausbruch unten drunter sehen, dann ist das erstmal weiter negativ und dann haben wir eben, wie gesagt, diese Chance hier den Bereich 14,3 auf jeden Fall nochmal zu testen. Ja, also so sieht das im Moment aus vom DAX. Und ja, das war im Prinzip das, was ich hier für heute auf der Uhr hatte. Das war im Prinzip das, was ich hier zeigen wollte. Und ja, dementsprechend bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid um 8:30 Uhr oder alternativ heute um 14 Uhr werfen wir wieder einen Blick auf die Futures-Märkte. Da werden wir uns dann insbesondere mal den S&P 500 anschauen, werden auch noch mal auf den Öl-Future gucken, weil wir da ja heute Abend wichtige Zahlen kriegen. Und dann schauen wir mal, was da noch so geht. Ja, also heute um 14 Uhr wieder Futures and Options Webinar und morgen um 8:30 Uhr wieder unsere täglichen Morgenanalysen. Ja, bis dahin wünsche ich euch erfolgreiche Trades, macht's gut und bye bye.